Die Mauer steht, also nicht die an der mexikanischen Grenze, sondern die neue rund ums Kapitol. Die meisten Regierungsgebäude sind verrammelt, hunderte Nationalgardisten patrouillieren durch Washington D.C. Die Hauptstadt rüstet sich für die Amtseinführung von Joe Biden. Viele befürchten einen erneuten Gewaltausbruch, auch weil rechte Milizen unverhohlen drohen. Viele von uns werden am 19. Januar zurückkehren. Wir werden bewaffnet sein und zeigen, wie entschlossen unsere Nation ist. Das wird die Welt niemals vergessen. Entschlossen zeigt sich aber auch Joe Biden. Der zukünftige Präsident verspricht Aufklärung. Ich habe keine Angst davor, den Eid draußen zu leisten. Ich denke, es ist von entscheidender Bedeutung, dass es einen ernsthaften Fokus darauf gibt, dass diese Leute, die am Aufruhr beteiligt waren und das Leben von Menschen bedroht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Zur Rechenschaft ziehen wollen die Demokraten aber auch Donald Trump. Vizepräsident Mike Pence sollte seinen eigenen Chef aus dem Amt schmeißen, doch Pence ließ inzwischen mitteilen, er werde loyal bleiben. Alles läuft also auf ein offizielles Amtsenthebungsverfahren hinaus. Es ist die Fortführung der größten Hexenjagd in der Politgeschichte. Es ist absolut lächerlich. Es sorgt für eine riesige Gefährdung unseres Landes und führt zu großem Ärger. Ich will keine Gewalt. I want no violence. Thank you very much. Sprach der noch Präsident und verschwand in seinem Helikopter, um sich eine, Zitat, großartige Mauer anzuschauen, allerdings nicht die in Washington.